Namaste. Wir werden in dieser Klasse heute Balance erfahren und wir werden sie als etwas Bewegliches ansehen, die Balance. Also nichts, das wir über die Statik suchen müssen. Wir denken hier immer an Balance, an etwas sehr Ruhiges, in dem wir ankommen und das etwas sehr Festes ist. Wir werden heute Balance als etwas Lebendiges erfahren. Wir werden sowohl in den Balancehaltungen lebendig sein und die ein oder andere Bewegungsidee anbauen, aber auch aus einer Bewegungsphase heraus innehalten, uns da ausbalancieren und dann wieder in die Bewegung zurückfließen. Also eine sehr dynamische Stunde heute, sanft und dynamisch und mit dem Thema Balance im Hauptteil der Praxis. Gut, lasst uns hier im Sitz beginnen und einen Moment die Augen schließen. Wenn wir jetzt an Balance denken, dann hat das zunächst erstmal gar nicht so viel mit dem Sitz zu tun, denn wir sind ja gut geerdet und es braucht gar nicht so viel Balance, um hier zu sein. Aber vielleicht können wir so eine Idee einer Balance einbauen, wenn wir uns vorstellen, dass wir versuchen, genau über dem Becken uns auszubalancieren mit dem Oberkörper. Und dazu bitte ich dich, die ein oder andere kleine Bewegungsidee zu machen mit dem Oberkörper. Etwas zu kreisen oder zu schwingen und dabei zu spüren, wie das Gewicht sich auf der Auflagefläche des Beckens verändert. Ja, wie sich das Gewicht nach vorn und hinten und in die Seiten verlagert. Und mit diesem Gespür für die Gewichtsverlagerung des Beckens kann auch ein Gespür für eine Mitte entstehen. Komm also dort an in der Bewegung, in der du die Erfahrung machst, dass dein Gewicht mittig oder gleichmäßig auf der Auflagefläche des Beckens verteilt ist. Und dann entsteht schon so etwas wie eine Balance. Wir sind in eine Mitte, in einen Lot ausbalanciert. Der Brustkorb ist über dem Beckenraum. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass dein Brustkorb weiter wird, sich auffächert ganz sanft und dabei leicht wird und hochschwebt, dann streckt sich der innere Körper. Ja, dann streckt sich der Abstand zwischen Brustraum und Beckenraum. Und du kannst dich aufrichten. Und finde eine lebendige Aufrichtung, die nicht zu fest wird oder zu verspannt, sondern aufgerichtet und lebendig sein kann. Und dann nimm deine Schultern wahr und lass sie ruhig ein paar Mal weich und groß nach hinten kreisen. Es gibt so ein sehr schönes Gespür für die Schulter-Nacken-Bereiche, wie es ihnen jetzt geht. Und vielleicht lohnt es sich, über die Bewegung ein bisschen von diesen festen Bereichen und festen Faserstrukturen herauszuarbeiten. Lass also die Bewegung weicher und geschmeidiger werden. Und leg dann die Schultern umso weicher und sanfter auf den Brustkorb wieder ab. Entspanne auch deine Arme, auch den Schulter-Nackenbereich. Lass ihn lang werden und durchlässig. Und beginn mit dem Scheitel sanft nach oben zu schweben. Gut, und nach dieser Ausrichtung im Sitz kannst du dich der Atmung widmen und es atmen lassen. Ganz natürlich, so wie es jetzt einfach atmet. Wie es einatmet und wie es ausatmet. Und auch hier können wir entdecken, dass die Atmung etwas Lebendiges ist. Sie fließt lebendig, sie fließt frei und sie bewegt ganz sanft unseren Körper mit. Wir dürfen also in diesem Lot, in diesem balancierten Lot auch die Lebendigkeit über die Atmung erfahren. Es atmet. Und dann bekomm auch ein Gespür für deinen Geist. Was macht er jetzt? Ist er präsent bei dir? Nimmst du dich wahr im Beobachten? Oder sind da immer wieder Gedanken, die dich ablenken von dir selber? Und wenn du die Gedanken siehst, wenn sie da sind, dann ist das gar nicht so wild. Dann stell dir einfach vor, dass du sie immer wieder einatmest, diese Gedanken, sie dabei aufnimmst und ansiehst und mit dem Ausatmen wieder abgibst und loslässt.
So entsteht ein recht fokussierter Geist. Und das ist die Basis für die Balancehaltungen, die uns heute erwarten. Ich bitte dich, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen. Lass uns in dieser Geste uns gemeinsam willkommen fühlen, auf den Wegen, die heute vor uns liegen in dieser Yoga-Klasse. Und atme dann beim nächsten Mal bitte etwas tiefer aus. Und öffne mit dem Einatmen die Arme über die Seite hoch zum Himmel. Und atme aus und bring die Hände vor dir wieder zum Herz zurück. Noch einmal neu mit dem Einatmen diesen Bogen weit öffnen und mit dem Ausatmen wieder zurückbringen zum Herzen. Na, lass uns, vor unserem Herzen miteinander verbeugen. Mit dem Aufrichten wieder dieses innere Lot entdecken, die innere Größe und darüber dann die Augen wieder öffnen. Und herzlich willkommen noch einmal. Namaste. Also Balance ist das Thema heute und wir bereiten uns darauf vor, werden jetzt in einen sanften Bewegungsfluss eintauchen, werden immer wieder auch im Kind ankommen und von dort neue Schritte gehen, bis sie uns letztlich zu den ersten Balance-Erfahrungen führen werden. Lass uns dafür bitte im Vierfüßler beginnen. Und dann nutzt den Vierfüßler für dich und finde dort Bewegungen, die dir jetzt schön sind. Bewegungen, die du brauchst nach dem Tag, der jetzt schon hinter dir liegt. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Struktur, die sich freut, wenn sie diese Bewegung erfährt, wenn sie etwas Festes herauslösen kann. Und du kannst diese Bewegung in eurem abwärts schauenden Hund ergründen. Dir laufen und dich räkeln und mobilisieren. Und lass uns für einen Moment im Kind treffen. Das Kind ist immer wieder die Ausgangsbasis für die Sequenzen, die vor uns liegen. Und wenn du hier ankommst, dann lass die Hände bitte vorn und komm auf die Fingerkuppen. Und da wird es ein bisschen aktiver in den Schultermuskeln, auch der Armmuskulatur. Und jetzt krabbel bitte mit den Fingerkuppen nach vorne und streck dich ganz groß aus. Und dann bleib aktiv in den Muskulaturen der Arme und leg die Hände wieder ab. Aber entspann sie nicht, die Hände und die Arme auch nicht, sondern bleib aktiv. Schieb dich aus den Händen heraus etwas nach hinten mit dem Becken Richtung Fersen. Wird ganz lang und groß. Und dann kommst du mit einem Rundrücken nach oben, in den Katzenbuckel. Fließt dann zum Pferderücken. Und kommst in den ersten abwärts schauenden Hund, in dem wir gemeinsam uns treffen. Und streckst dich hier lang aus, richtig lang. Drückst die Hände nach unten dafür, schiebst dein Becken hoch und kommst wieder zurück in den Katzenbuckel. Zum Pferderücken und zum Kind. Und atme hier auf den Weg aus. Und mit dem Einatmen kommst du hoch in Katzenbuckel und Pferderücken, diese wunderbare Wellenbewegung. Mit dem Ausatmen streckst du dich in den abwärts schauenden Hund nach oben. Einatmen kommst du wieder zurück in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Und mit dem Einatmen wieder auftauchen, Katzenbuckel und ganz weich zum Pferderücken. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund, schieb dein Becken hoch und senk die Fersen ein bisschen tiefer. Einmal noch einatmen in den Katzenbuckel nach unten, den Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Und einatmen wieder hoch in Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen den abwärts schauenden Hund. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Einatmen in den Liegestütz nach vorn. Und ausatmen zur Erde. Einatmen in die erste Rückbeuge hoch. Und ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund strecken. Einatmen in den Katzenbuckel nach unten. Den Pferderücken. Ausatmen zum Kind und lassen diesen Weg wieder entstehen. Einatmen der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmen der abwärts schauende Hund nach oben. Einatmen der Liegestütz. Ausatmen der Weg zur Erde. Einatmen in die Rückenbeuge hoch, Kobra oder der aufwärts schauende Hund. Und ausatmen der abwärts schauende Hund. Einatmen der Katzenbuckel. Der Pferderücken.
Und ausatmen das Kind. Lass uns einen Moment hier durchatmen. Die ersten Wege schon gegangen. Hat sich sicherlich etwas verändert im Körpergefühl, an der Atmung. Dann gib ihr Raum im Rücken. Und streck dich wieder lang davon aus, krabbel nach vorn. Und schieb gleichzeitig dein Gesäß Richtung Fersen. Und wir gehen wieder ein bisschen weiter, entdecken neue Wege. Komm einatmend hoch in Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Einatmen in den Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Ein in die Rückbeuge hoch. Aus in den abwärts schauenden Hund. Und hier bitte nochmal ganz weich und angenehm laufen. Wir brauchen die Beinrückseiten wieder heute. Also schieb die Fersen gerne etwas tiefer Richtung Boden dabei. Und dann schaust du Richtung Hände und läufst dorthin mit schönen, sanften Schritten. Kommst mit dem nächsten Einatmen in die halbe Vorbeuge und ausatmen die weiche ganze Vorbeuge. Nochmal die halbe Vorbeuge mit dem Einatmen, die ganze Vorbeuge mit dem Ausatmen. Und dann bringst du die Hände auf die Oberschenkel, kommst in eine Hocke hoch und nutzt die Hocke, um dich nochmal schön zu bewegen. Ja, vielleicht gibt es hier so schöne Bereiche deines Körpers, die sich freuen, wenn sie bewegt werden und mobil werden dürfen. Dann arbeite dich durch diese Strukturen durch. Und dann drückst du die Füße nach unten und kommst langsam hoch in den Stand. Und streckst dich aus und streck die Arme hoch und reckel dich ganz groß in den Seiten. Und dann bringst du die Hände zum Herz zurück. Und hier gehen wir wieder einen Weg weiter. Beugst du die Knie etwas an, tauchst mit den Fingerkuppen ein und im Einatmen kommst du über vorn nach oben hoch. Ausatmen verbeugst du dich vor dir zur Erde. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen die ganze Vorbeuge nach unten. Nochmal nach oben kommen mit der Einatmung. Streckst du dich hoch, kannst gerne die Zehen heben, wenn der Kreislauf eine Hilfe mag. Ausatmen, bringst du die Hände zum Herz. Ein, die Knie beugen, bevor wir wieder nach oben kommen. Und ausatmen, zur Erde verneigen. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen die ganze sanfte Vorbeuge. Jetzt den rechten Fuß mit dem Einatmen nach hinten, großer Schritt zurück. Linke Fuß mit dem Ausatmen mit in den abwärts schauenden Hund. Einatmen in den Katzenbuckel. Den Pferderücken und ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen der abwärts schauende Hund, die Finger weit auffächern, schieb dich von dort hoch. Einatmen in den Liegestütz, ausatmen zur Erde. Einatmen die Rückbeuge, ausatmen der abwärts schauende Hund. Jetzt den rechten Fuß nach vorn, kannst du die rechte Hand kurz heben oder den Fuß über die Seite nach vorn bringen. Der linke Fuß mit dem Ausatmen mitnehmen in die Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen über die Hocke wieder hochkommen. Streck dich hoch aus. Ausatmen, bringst du die Hände zurück zum Herz. Ein, die Knie etwas beugen, dann nach oben kommen. Ausatmen in die Vorbeuge, nach unten eintauchen. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Langer Rücken. Ausatmen die ganze Vorbeuge. Jetzt den linken Fuß, einen großen, ruhigen Schritt zurück. Wir brauchen das nachher nochmal ganz groß und ruhig zurück. Ausatmen rechts nach hinten in den Hund. Einatmen in die Welle nach unten. Vom Katzenbuckel zum Pferderücken. Ausatmen zum Kind und damit wieder zur Erde. Einatmen nach oben kommen. Bis zum Pferderücken. Ausatmen den abwärts schauenden Hund. Einatmen in den Liegestütz. Und aus zur Erde. Ein in die Rückenbeuge. Aus in den abwärts schauenden Hund. Jetzt den linken Fuß nach vorne, wieder über die Seite oder die Hand kurz heben. Ausatmen rechter Fuß mit nach vorne, die Vorbeuge. Einatmen die halbe Vorbeuge. Noch die Beine ein bisschen länger. Ausatmen die ganze Vorbeuge nach unten. Ein über die Hocke nach oben kommen. Und ausatmen die Hände zum Herz bringen. Wir beginnen noch einmal. Einatmen, Knie beugen.
nach oben kommen. Drück den Boden weg und streck dich hoch. Ausatmen, verbeugt dich zur Erde nach unten. Anatmen, die halbe Vorbeuge. Schieb die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Oberkörper entspannt. Anatmen, rechts ein langsamer, ruhiger Schritt zurück. Ausatmen, links zurück in den Hund. Einen die Welle nach unten, vom Katzenbuckel zum Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben. Ausatmen zum Hund. Einatmen in den Liegestütz. Aus zur Erde. Ein in die Rückbeuge. Aus der abwärts schauende Hund. Und dann lauf hier bitte nochmal ganz für dich. Mach dich ganz groß, ganz lebendig. Und von hier gehen wir wieder einen Schritt weiter und entdecken jetzt die erste Balance. Heb dafür dein rechtes Bein bitte hoch. Schieb die Ferse weit nach hinten raus. Drück dafür die Hände in den Boden und lass die linke Ferse einen Moment tiefer sinken. Und jetzt hebst du die linke Ferse hoch, dann hast du mehr Raum mit dem rechten Fuß nach vorn. Schau Richtung Hände und bring den rechten Fuß dorthin. Gut, und dann bleib ruhig mit dem Blick am rechten Fuß und heb dessen Zehen hoch. Ja, dann kannst du sehen, dass der Fuß aktiv wird, dass das Fußgewölbe sich aufrichtet, dieses Längsgewölbe. Dann hab auch einen Blick für die Auflagefläche des Fußes, also die Ferse. Die Außenseite und der große Zehenbereich, Großzehenballen. Und dann drückst diese drei Flächen ganz gleichmäßig in die Unterlage. Fersen, Außenkante, Großzehenballen. Machst einen Abdruck in die Matte. Und jetzt über diesen Abdruck nach unten, über diese Verbindung zur Erde, schiebst du dich langsam nach oben, stürzt dich über den Oberschenkel hoch. Und das ist ja die erste Balance. Das ist der Weg zum ersten Helden. Dann finde hier die Balance, finde die Erde als Kontakt, die dich trägt, die Beinmuskulatur, die dir Halt gibt und Kraft schenkt. Jetzt streckst du dein hinteres Bein, ziehst dafür die Innenseite des Oberschenkels hoch und kannst dein vorderes Knie beugen, sodass es in Richtung der Zehen nach vorn sich beugt. Ja, und dann denk dir die Beine ganz kraftvoll als Basis. Und den Oberkörper umso leichter. Und dann entdeckt Bewegungen im Oberkörper. Ja, wir spielen ja ein bisschen mit Balance und Bewegung. Und wenn du dich hier bewegst im Oberkörper, dann stell dir vor, dass deine Flanken, dass du sie immer größer nach oben räkelst. Ruhig einmal die Schultern mitnehmen. Und jetzt hebst du die Arme nach oben und streckst dich auch hier aus. Ganz groß räkeln. Gut, dann komm hier an. Mit dem Ausatmen lässt du dein Becken etwas nach unten sinken. Mit dem Einatmen ziehst du es hoch. Mit dem Ausatmen wird es etwas tiefer. Und noch ein letztes Mal. Einatmen, das Becken hochziehen. Ausatmen, etwas tiefer kommen. Dann bringst du die Hände zurück, hast wieder Halt zur Erde und kommst in den abwärts schauenden Hund zurück. Und dann beweg dich hier wieder durch. Lass uns einen Vinyasa gemeinsam machen. Einatmen in den Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Rückbeuge. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund. Hier wieder ankommen. Jetzt die linke Seite, linkes Bein hochheben, richtig hoch und die Ferse wegschieben. Dafür drückst du die Hände in die Matte. Wir brauchen ja die Erde als Kontakt. Hier sind es die Hände, die dir Halt geben. Rechte Ferse etwas senken. Dann hebst du die rechte Ferse hoch, schaust Richtung Hände und bringst den Fuß nach vorn. Auch hier den Fuß im Blick haben, die Zehen heben und die Auflagefläche sehen mit dem imaginären Auge, also Ferse, Außenkante und Großzehenballen. Und diese drei Strukturen richtig kraftvoll in den Boden integrieren. Und von dieser Kraft, von diesem Schub mit dem Fuß nach unten, richtest du dich langsam auf. Langsam hochkommen, Balance finden. Sie entsteht aus dem Bodenkontakt
braucht Kraft in den Beinen. Jetzt ziehst du die Innenseite des rechten Oberschenkels hoch und senkst das Becken etwas tiefer, indem du das vordere Knie genau nach vorn beugst. Nicht nach innen, genau nach vorn. Und dann seid ihr ganz stabil in den Beinen und den Oberkörper umso lebendiger werden lassen. Ruhig mal räkeln, Flanken räkeln, die Schultern. Dann heb die Arme hoch und räkel dich hier groß aus. Und dann halte inne und lass im Ausatmen dein Becken etwas tiefer sinken. Und einatmen ziehst du es hoch. Ausatmen wieder etwas tiefer. Ja, mal einatmen, das Becken hochziehen. Ausatmen, etwas senken. Und dann bringst du die Hände zurück zum Boden. Hast ja ganz viel Bodenkontakt mit ihnen. Und kommst von dort zurück in den Hund. Und dann hier wieder bewegen. Der Atmung Raum geben. Wenn du magst, dann ein Vinyasa. Dann kommst du einatmend in den Liegestütz. Aus der Erde. Ahne die Rückbeuge hoch. Aus in den abwärts schauenden Hund. Lass uns eine kleine Pause im Kind machen. Kommst du mit den Knien zum Boden. Kannst dich gerne durch den Vierfüßler bewegen. Und dann einen Moment im Kind ankommen. Und da braucht es jetzt wieder gar nicht so viel Kraft, denn die Erde gibt uns Halt. Wir dürfen bei uns ankommen und auf der Erde und durchatmen. Dann gibt der Atmung Raum im Rücken. Es braucht jetzt eine sehr, sehr schöne Aufmerksamkeit, also bleib immer bei dir jetzt. Ganz fokussiert. Komm mit den Händen nach vorn, lauf nach vorn, leg die Hände flach zur Erde und fächer die Finger auf. Und dann stell dir vor, du saugst die Hände in die Yogamatte nach unten. Wir brauchen jetzt für die nächsten Wege ganz viel Bewusstheit auch zur Erde. Und der entsteht hier in den Händen. Und dann nimm die Matte wahr, die Unterlage, auf der du jetzt die Hände abgelegt hast. Und komm dann nach oben in den Katzenbuckel. Weiter zum Pferderücken. Fächer noch einmal die Finger auf. Und jetzt schiebst du dich von hier, von dem Bodenkontakt der Hände, hoch in den Hund. Gern wieder laufen und bewegen. Und da gibt es so ganz viel Halt mit den Händen am Boden. Und jetzt hebst du dein rechtes Bein hoch und bringst den Fuß nach vorn. Wie eben auch, als wir uns in diesen ersten Helden aufrichteten, braucht es einmal die Bewusstheit mit dem rechten Fuß zum Boden. Spür die Unterlage, integriere die Auflageflächen des Fußes nach unten, gib Kraft dorthin und richte dich langsam auf. Ja, dann entdeck wieder die Balance, die Hände einfach in der Taille lassen, hier ankommen und Halt finden. Halt ist etwas Körperliches. Die Muskulatur, die dich hält, kann aber auch der Blick sein, der gegenüber einen Punkt anschaut, der Halt gibt. Und Halt ist auch etwas Geistiges. Also bleib bei dir und denk jetzt nicht an andere Dinge, sondern wirklich sei in diesem Moment. Und jetzt bringst du den hinteren Fuß ein ganz kleines Stück nach vorne, ein kleiner Schritt nach vorne. Und wieder ankommen, dich fokussieren. Und mit diesem Fokus und mit ganz viel Ruhe und Kraft wird dein rechtes Bein das Standbein und du umarmst dein linkes Knie. Linkes Knie einmal hochziehen zu dir und Halt finden. Halt am Boden, drück den Standfuß nach unten, Halt in der Beinmuskulatur, zieh sie hoch zum Becken, richte dich von dort auf, lass den Brustkorb leicht werden zwischen den Schultern und finde auch Halt mit dem Blick. Ein Fokus für den Geist. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Die Hände an die Hüfte. Denk dir da alles ganz stabil und kompakt. Und dann machst du einen ganz ruhigen, großen Schritt zurück. Ganz ruhig vorderes Knie beugen. Und hinten so ganz langsam aufsetzen. Ganz sicher ankommen.
Schon. Und einatmen, die Arme heben, diesen ersten Held nach oben. Ausatmen, den Weg zurück zur Yogamatte. Die Hände kommen an, zurück in den Hund reckeln. Und wenn du einen Vinyasa magst, dann mach ihn. Das ist immer dieser Liegestütz, Bauchlage, Rückbeugaspekt. Ich mache ihn gemeinsam mit dir. Du kannst aber auch gerne im Hund auf mich warten. Wenn du mitmachst, einatmen, der Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen, die Rückbeuge. Aus der Abwärtsschauendorn. Sind wir wieder da? Heben das linke Bein hoch. Schieben uns raus. Drücken die Hände nach unten und bringen den linken Fuß nach vorn. Auch hier braucht es die Bewusstheit für den Fuß. Du weißt ja jetzt, dass das dein Standfuß werden wird. Integriere ihn dafür umso satter in die Auflagefläche. Drück dich dann langsam hoch nach oben. Ja, und hier wieder Balance entdecken. Halt und Ruhe und Kraft. Den hinteren Fuß ziehst du ein Stück ran. Und jetzt ganz sanft, mit ganz viel Bewusstheit, das rechte Knie greifen. Und wenn du es hältst, dann gibt es dir Halt. Dann drückst du den Standfuß nach unten, ziehst die Muskulatur hoch, schwebst mit dem Brustkorb hoch, findest einen Lot, in dem du dich aufrichtest, der Blick, der dir Ruhe gibt. Du atmest. Und wir gehen den Schritt zurück, wir wagen es, bringen die Hände an die Hüfte, denken da ganz viel Kraft und Halt. Das ist ein großer, ruhiger Schritt nach hinten. Wenn du sicher gelandet bist, dann heb die Arme, atme ein in die Größe und atme aus und komm zurück in den Hund. Und dann lauf wieder. Wir nehmen die Erfahrung mit. An die rechte Seite, heben das rechte Bein hoch und bring den Fuß nach vorn. Gehen jetzt einen kleinen Schritt weiter, wo die Basis ist immer die gleiche. Ist dein rechter Fuß, der dir Halt gibt, der dich tragen wird. Finde hier diese Verwurzelung zur Erde, auch mit einem Gefühl. Und komm dabei hoch. Und wieder ankommen, Hände an die Hüfte oder an die Taille. Ein Fokus für den Blick. Ruhe und Kraft und in diesem Aspekt dein linkes Knie umarmen. Dann finde darin Halt. Drück den Standfuß nach unten, zieh die Innenseite des Oberschenkels nach hinten und die Muskulatur des Standbeins hoch. Werd leicht nach oben. Balance hat nicht immer was Statisches. Balance findet sich auch, also sei ruhig offen für kleine Bewegungen. Und dann lässt du die rechte Hand am Knie und öffnest den linken Arm nach hinten, drehst dich nach links. Der Blick kann gern vorn bleiben, das ist ein sehr schöner Fokus. Oder wenn du mehr wagen möchtest, dann bring den Blick mit nach hinten. Und sei offen für die Atmung. Ja, dann komm wieder zurück nach vorn, am Knie wieder Halt finden. Und wenn du magst, dann gib dem Knie, das ist das größte Gelenk, das wir haben, so ein liebevolles, symbolisches Küsschen als Danke, dass es dir ein Helfer ist im Alltag. Und dann kommst du wieder nach oben hoch, richtest dich auf und es geht wieder zurück. Ganz in Ruhe die Hüfte kompakt denken, die Hände dahin. Ein ruhiger, großer Schritt nach hinten. Und landen, Halt finden, einatmen, aufrichten. Ausatmen zur Erde. Eventuell ein Vinyasa, einatmen in den Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Eine die Rückbeuge hoch. Aus in den abwärts schauenden Hund. Und ganz viel Fokus und Ruhe und Aufmerksamkeit für die zweite Runde. Das linke Bein hochheben und den Fuß nach vorn. Hier die Sicherheit finden, mit dem Fuß am Boden geerdet. Aus dieser Sicherheit und Ruhe und Kraft nach oben aufrichten.
hier ankommen, hier nochmal neu fokussieren. Und dann dein rechtes Knie umarmen. Und erstmal wieder ankommen. Linkes Bein nach unten drücken, Oberschenkel nach hinten schieben, die Muskulatur hochziehen, mit dem Oberkörper leicht sein, für die Atmung frei sein. Jetzt die linke Hand am Knie und du öffnest den rechten Arm nach hinten. Drehst dich im Oberkörper nach rechts, Blick kann vorn bleiben oder, wenn du mehr magst, dann dreh den Kopf mit nach hinten zur rechten Hand. Entdecke die Balance. Und dann komm wieder zurück. Nochmal Halt finden und hier ankommen. Auch mit dem Geist, auch mit den Sinnen. Und eventuell dem rechten Knie ein kleines Küsschen geben. Das ist in jeder Bewegung der Beine beteiligt und trägt dich als Gelenk durch den Tag. Dann kommst du wieder hoch, findest nochmal die Balance und die Größe nach oben. Jetzt die Hände wieder an die Hüfte. Ganz viel Kraft hier in diesem Hüftraum bedenken. Und aus diesem Kraftaspekt langsam zurück. Ein schöner, großer, ruhiger Ausfallschritt. Da ganz sicher landen. Im Einatmen die Arme heben. Sich nochmal ausstrecken. Und ausatmen, wieder zum Boden zurückkommen. Die Hände aufsetzen, nach hinten kommen, in den Hund. Und dann lauf hier, es ist getan. Entdeck die Bewegungen, die gut tun. Wenn du noch ein letztes Mal mit mir durch den Vinyasa magst in dieser Sequenz, dann kommst du mit dem Einatmen in den Liegestütz, ausatmen zur Erde. Ein in die Rückbeuge hoch, aus in den abwärts schauenden Hund zurück. Und nochmal ganz groß werden und dir Raum geben. Dann komm bitte in den Vierfüßler. Wir kommen wieder näher zur Erde. Nutz ihn und beweg dich jetzt so, wie es dir gut tut. Um auch etwas mehr von der Anstrengung wieder loszulassen. Jetzt lass die linke Hand unter der Schulter verankert und bring die rechte Hand ganz weit nach vorn. Dann lässt du dich einen Moment nach unten schmelzen, mit der Stirn Richtung Boden und dich der Erde verbeugen. Dann wird die rechte Seite ganz lang und groß. Atme dich in diese Dehnung. Und komm langsam wieder zurück. Die linke Hand nach vorn greifen und dann dich langsam verneigen zur Erde, die dir so viel Halt gab. Dich vor dir auch verneigen, linke Seite strecken. Und dann kommst du langsam wieder hoch. Dann lass uns einen Moment im Kind innehalten. Und dann sind wir wieder da, bei uns und in Verbindung mit der Erde. Es ist getan. Gib der Atmung Raum im Rücken. Dann richte dich bitte langsam wieder auf und setze dich am besten zur Seite, sodass du die Füße nach vorn bringen kannst. Und die haben dir ganz viel Halt gegeben, die haben dich getragen. Und so kannst du gerne die Beine ganz locker bewegen. Mal ausschütteln oder ausklopfen. Gut,
Wir bleiben einen Moment im Sitz und gehen jetzt von den Balanceaspekten weg in Dehnen der Erfahrungen. Wir sind jetzt warm und genießen einen Moment des Dehnens. Und so stellst du den rechten Fuß bitte auf, kannst du gerne rechte Kniekehle greifen, Fuß aufstellen. Jetzt lässt du dein rechtes Knie etwas nach außen sinken und bringst die Fußsohle an die Innenseite des linken Oberschenkels. Da kann jetzt mehreres passieren. Einmal das Gefühl, dass du das Knie eher unterpolstern magst, damit es sich wohler fühlt und auch die Hüfte sich entspannen kann. Und dann so finde eine Höhe, ein Polster für dich. Kann aber sein, dass du das nicht magst. Und jetzt merkst du, dass das Knie wenig Raum hat. Dann komm nochmal zurück. Streck das Bein ein bisschen und dann greifst du dir die Muskulatur des Unterschenkels, also die Wade, ziehst die nach außen weg, richtig nach außen, lässt sie außen, schließt das Knie wieder und legst es nochmal nach außen. Und dann kann es sein, dass es ein bisschen mehr Raum gibt im Knie. Und jetzt richtest du dich auf. Und dann versetzt du den Oberkörper etwas mehr Richtung des gestreckten Beines. Also ein bisschen nach links versetzen. Jetzt denk dir hier so einen ganz großen Luftball über dem Oberschenkel. Wir rollen uns da jetzt drüber über diesen Luftball. Beginn mit dem Kopf, führen das Kinn Richtung Brustbein und runden uns jetzt nach vorn. Und die Hände kannst du gerne mitnehmen, da wo sie jetzt ankommen. Gut. Und dann lass dich hier hineinatmen. Und du merkst, die Seiten sind unterschiedlich, in den Beinen ja sowieso, aber auch im Rücken, meist ist so zwischen links und rechts ein kleiner Unterschied. Und doch gibt es ganz viel Atemräume im Rücken zu entdecken. Und dann fächer dich noch einmal in die Weite des Rückens auf mit der Atmung. Und komm dann langsam wieder hoch. Und jetzt versetz einfach dein linkes Bein noch viel weiter nach außen. Jetzt kann der rechte Fuß gern nachfolgen. Wir gehen jetzt weniger in die Länge des Rückens, sondern eher in die Seite des Körpers. Und dann kannst du dich etwas nach rechts drehen, sodass jetzt deine linke Flanke zum linken Bein orientiert ist. Und gleite mit der linken Hand wieder Richtung Fuß und komm dort an, wo du Halt hast. Schienbein, Fußgelenk oder dem Fuß selbst. Heb den rechten Arm nach oben und jetzt die Seitbeuge nach links. Linke Flanke legt sich über das Bein, der rechte Arm über dem Kopf und die Hand kann Richtung Fuß sinken. Und dann kannst du gerne mit kleinen Drehbewegungen dich justieren, wo dieser Dehnungszug in der rechten Seite hinkommen soll. Es ist sehr deutlich in der rechten Flanke, aber auch ein bisschen im unteren Rücken. Es löst da die ein oder andere feste Struktur auf. Und dann atme jetzt in die rechte Seite. Und komm dann langsam wieder zurück nach oben. Gut. Dann helf gern den Beinen, dass sie wieder nach vorn kommen können. Du kannst dich gern bewegen. Gut, jetzt vielleicht die Unterlage, die du eben für das Knie hattest, auf die andere Seite setzen. Und dann greifst du die linke Kniekehle, ziehst den Fuß hoch, greifst ihn auch. Und jetzt greifst du erstmal die Wade, ziehst die nach außen, ja, wirklich ganz aktiv, die Wade nach außen wegziehen. Jetzt schließt du dein Knie etwas mehr, sodass die Wade außen bleiben kann. Bringst die Fußsohle an die Innenseite des rechten Oberschenkels und legst das Knie nach links. Und schau, was es hier braucht. Was braucht jetzt das Kniegelenk? Was braucht das Hüftgelenk? Vielleicht ein Polster unter dem Knie, dann kann die Hüfte sich noch besser entspannen. Oder die
Nimm nicht das Polster, also schau für dich, was da jetzt gut ist. Ich nehme mir ein Polster. Gut, Becken kann schwer werden, Oberkörper richtest du auf. Jetzt versetzt du den Oberkörper etwas nach rechts, in Richtung des gestreckten Beins. So, ein bisschen nach rechts. Denk dir wieder so einen großen Luftball über dem Oberschenkel und roll dich da drüber. Beginn mit dem Kopf, roll ihn ein, Kinn Richtung Brustbein und dann runde dich nach vorn. Das ist keine lange Vorbeuge, sondern eine runde Vorbeuge. Die Hände bringst du nach vorn, da wo sie gut ankommen. Und dann lass dich über diese runde, imaginäre Ballstruktur hinwegschmelzen. Rund deswegen, da wir dann den Rücken viel besser in seine Länge bringen können. In seine Größe und seine Weite. Und so atme dort in diesen Raum nach hinten. Und da gibt es sicherlich auch einen Unterschied zwischen rechts und links. Schaff noch einmal diese wunderbare Atemweite im Rücken. Und komm dann wieder hoch. Und versetz dein rechtes Bein viel weiter nach außen. Jetzt kannst du mit dem linken Fuß wieder nachfolgen. Sind die Beine viel weiter nach außen abduziert, also eine andere Position. Dreh dich etwas nach links, sodass die rechte Flanke jetzt in Richtung des Beins zeigt und dann gleite mit dem rechten Arm dahin, da wo du gut Halt kommst, Halt findest. Heb den linken Arm hoch und jetzt die Seitbeuge nach rechts. So lass dich über das rechte Bein mit der rechten Seite hinwegschmelzen. Den linken Arm über dem Kopf Richtung Fuß sinken. Dann kannst du gerne mit der einen oder anderen kleinen Veränderung, auch in der Drehung, genau justieren, wo das jetzt diesen intensiven Zug erfahren darf, den wir hier nutzen. Wir nutzen ihn für Weite, wir dehnen Strukturen und dehnen sie auch aus angespannten Situationen heraus. Dann atme in die Weite der linken Seite. Noch einmal sehr schön dort die Atmung erfahren. Und dann komm bitte wieder hoch nach oben. Und helf auch hier nach, sodass die Füße wieder nach vorn kommen können. Ja, kannst du dich gern wieder ein bisschen bewegen und ausschütteln. Bleib noch kurz im langen Sitz. Du kannst gern die Gesäßmuskulatur nach außen ziehen. Wir werden nach dieser Dehnung uns noch einmal zentrieren in den Muskelerfahrungen. Verschränk dafür die Finger, dreh die Handinnenflächen über vorne hoch und streck dich hoch nach oben. Jetzt stell dir dein Brustbein vor, dass du nach vorn hochziehst. Der Brustbein zieht dich nach vorn hoch. Atme, erfahre die Kraft des Rückens und dreh dich jetzt nach rechts. Auch hier das Brustbein nach vorn hoch orientieren. Kraft spüren, es gibt einen ganz kraftvollen Rücken. Und dann drehe dich wieder zurück, nochmal nach vorn hochziehen mit dem Brustbein, ganz lang werden und dann löst du auf und wechselst einen Finger weiter.
Da wieder die Handinnenflächen über vorn hochstrecken. Das Brustbein mitnehmen, nach vorn hoch. Und jetzt nach links drehen. Und dann hier gucken in den Rücken, in seine Kraft. Schauen, wie weit du dich drehst, wo es gut ist. Wie weit das Brustbein sich nochmal heben kann. Nochmal tief atmen, lang werden und dann wieder zurück nach vorne. Nochmal das Brustbein nach vorne hochheben und dann lösen. Gut. Und wir machen in der Rückenlage weiter. Komm dort bitte an. Wenn du hier ankommst, dann stell die Füße bitte auf. Und schüttel die Beine aus. Die haben ganz viel getan, die haben dich getragen. Heb das rechte Bein bitte hoch, schüttel es nochmal ganz locker aus. Und dann halte kurz inne und spann die Muskulatur im gesamten rechten Bein an. Mach das ganz kraftvoll, ganz fest. Halte die Kraft. Das ist die Kraft, die dich eben vorhin in der Balance trug. Und dann schüttel sie wieder raus aus den Fasern des Beines. Und ein zweites Mal, schieb die Ferse hoch, spann die Muskulatur an den Beinen, mach es ganz fest, ganz kraftvoll. Und wieder auflösen, ganz locker ausschütteln alles. Und dann setz den Fuß wieder zurück und vergleich rechts mit links. Dann das linke Bein nach oben ausschütteln. Richtig belebend nach all der Anstrengung, nach all dem Halt, die es dir schenkte. Dann innehalten, das Bein aktivieren, die Muskulatur anspannen. Die drückt sich auch um die Blutgefäße, drückt die zusammen, dann bleiben die elastisch. Und ganz locker ausschütteln. Ein zweites Mal, schieb die Ferse hoch und spann die Muskulatur an. Ganz fest werden im Bein, die Kraft spüren. Und rausschütteln aus allen Fasern des Beines. Und dann stell den Fuß wieder auf und schüttel nochmal die Beine aus. Und dann komm an, drück die Füße sanft nach unten, heb dein Becken ein bisschen ab und feder oder schüttel das Becken. Auch mal in die Seiten. Und wenn es sich ausgeschüttelt hat, dann lande bitte wieder mit dem Becken. Und lass es ein paar Mal nach vorn auskippen. Und wieder einrollen, sodass der untere Rücken etwas mobilisiert wird. Und dann lass diese Bewegung groß werden, hebt das Becken mit jedem Mal ein bisschen höher ab. Roll dich also durch den Rücken. Ruhig nochmal zum Schluss. Ganz weit Richtung Schultern. Und wenn du landest, dann komm an und umarme deine Knie und damit auch dich selbst. Und das darf sehr schön dankbar sein für all die Wege, die du hier gingst. Und verwöhne ein bisschen den Rücken für dich, bitte. Und dann stellst du die Füße wieder auf, legst ein Bein über das andere und breitest die Arme aus. Und dann beginnt ein sanftes, liebevolles Schaukeln in die Seiten, sodass es sehr schön den Rücken verwöhnt. Und folge gern mit dem Kopf entgegengesetzt.
Dann lege aus der Mitte heraus das andere Bein bitte auch über. Mach da genauso schön weiter. Dann lass uns in der Mitte ankommen. Wenn du jetzt etwas noch für dich tun möchtest, vielleicht eine Drehung im Liegen oder wenn du jetzt Shavasana anschließen möchtest, dann wäre das ein sehr schöner Moment dafür, denn es würde jetzt sehr gut passen. Und da kannst du einfach dieses Video anhalten, das tun, was dann für dich gut ist, dir die Zeit nehmen und wir gehen dann gemeinsam weiter im Anschluss. Und ich bitte dich dann, die ersten Bewegungen entstehen zu lassen. Durchzuatmen. Und dich wieder auf den Weg zum Sitz zu begeben. Wir treffen uns dort wieder im Sitzen. Wenn du einen guten Sitz gefunden hast, dann schließ dort wieder die Augen. Finde einen Sitz, der sehr bequem und gemütlich ist, der dich einlädt, für ein paar Momente noch die äußere Welt loszulassen und ganz bei dir selbst bleiben zu dürfen. Und dann bekomm ein Gefühl dafür, wie es dir jetzt geht. Wie fühlt sich dein Körper an nach all den Dingen, die wir erfuhren? Wir erfuhren auch die Balance und denken bei Balance immer erst an etwas Körperliches. Wir denken daran, eine bestimmte Haltung zu finden und sie auszubalancieren. Und das ist meist eine körperliche Ebene. Wir können aber auch bestimmte Aspekte oder Qualitäten in eine Balance bringen, also sie ausgleichen miteinander. Wenn wir beispielsweise jetzt zwei Qualitäten nehmen, auf der einen Seite die Anspannung, auf der anderen Seite die Entspannung. Wir finden beides immer in der gemeinsamen Yoga-Praxis wieder. Erfahren das eine und erfahren das andere und versuchen, diese beiden Pole miteinander auszugleichen am Ende. Wir finden diese Pole sogar jetzt hier im Sitzen. Denn du brauchst, um aufrecht sitzen zu können, eine gewisse Grundspannung der Muskulatur. Es braucht eine kleine Aktivität. Und wenn es zu viel wird in die Aktivität und in die Spannung, dann wird der Sitz sehr schnell fest oder die Muskulatur verspannt. Dann ist es zu viel. Und andererseits, wenn du zu sehr in die Unterspannung kommst, dann sinkst du im Laufe der Zeit immer weiter ein und verlierst die Größe und Länge deines Sitzes. Dann ist es auch zu viel Unterspannung. Lass uns also für diesen Moment diese beiden Pole miteinander austarieren. So viel und nur so viel Aktivität und Spannung, wie du brauchst, um gerade so gut aufrecht sitzen zu können. Und dafür aber auch genauso viel Entspannung wie möglich. Und da wird dein Sitz aufrecht und entspannt.
Wir können auch auf der Ebene der Atmung bestimmte Pole miteinander in Verbindung bringen. Wir haben hier zwei Atemzüge, die Einatmung und die Ausatmung. Und ein sehr schöner Aspekt im Yoga ist, dass die beiden Atemzüge, die beiden Qualitäten gleichberechtigt sind. Es ist nicht so, dass die eine Atmung wichtiger ist als die andere, sondern sowohl die Einatmung als auch die Ausatmung darf gleich viel Aufmerksamkeit und Präsenz bekommen. Und darüber entfaltet sich eine sehr harmonische, gleichmäßige Atmung. Wir dürfen auch auf einer geistigen Ebene verschiedene Pole miteinander in Verbindung bringen, um eine innere Balance zu erfahren. Beispielsweise die Pole von Aktivität und Ruhe. Unser Geist kann beides. Er kann aktiv sein. Manchmal sogar sehr aktiv, sodass immer wieder Gedanken kommen, die uns ablenken von uns selbst. Er ist ein bisschen zu aktiv. Jedenfalls für diesen Moment jetzt. Auf der anderen Seite kann unser Geist auch Ruhe erfahren und manchmal wird es ein bisschen zu viel Ruhe, dann wird der Geist in der Ruhe müde und träge. Dann ist es zu viel in die Richtung. Wenn wir jetzt versuchen, diese Pole miteinander in Verbindung zu bringen und auszubalancieren, dann darf unser Geist die wertvolle Erfahrung einer tiefen inneren Ruhe machen. Und doch in dieser Ruhe sehr klar, sehr präsent und wach sein. Also ein ruhiger und wacher Geist. Im Yoga versuchen wir auch, die Pole von innen und außen in eine gewisse Balance zu bringen. Außen mit der Welt um uns herum, da sind wir ja immer präsent, den ganzen Tag über. Wir agieren auf die Welt und auf ihre Eindrücke, nehmen sie wahr, bewerten sie, lassen daraus etwas entstehen, ein Gefühl oder eine Handlung oder etwas anderes. Wir sind immer nach außen präsent. Und wir versuchen im Yoga auch immer wieder nach innen zu schauen und bei uns selbst anzukommen. Uns zu erfahren, wie wir sind, wenn wir etwas tun, wie es sich anfühlt, wie es uns geht. Wir versuchen also, die innere Welt zu kontaktieren und uns zu erinnern, dass es nicht nur das Äußere gibt, sondern wir auch wichtig sein dürfen. Mit dem, was in uns ist, mit dem, wie wir sind. Und dann können wir mit einem inneren Bezug und einer inneren Verbundenheit wieder nach außen in die Welt zurücktreten und mit ihr agieren. Und doch bei uns selbst sein dürfen. Und wenn wir jetzt den Weg wieder von innen nach außen gehen in die äußere Welt, die uns erwartet, dann bring dort die Hände bitte vor dem Herz zueinander. Und atme beim nächsten Mal tiefer aus.
Und öffne dann mit dem Einatmen die Arme über die Seite hoch zum Himmel. Und führe mit dem Ausatmen diesen Bogen vor dir wieder zurück zum Herz. Und öffne ihn dort ein zweites Mal. Und schließ ihn wieder zum Herz. Und dann lass uns vor ihm, vor unserem Herz, aber auch vor uns selbst miteinander verbeugen. Auch mit einem Danke für die Erfahrungen, die wir heute gemacht haben, die Zeit, die wir uns gemeinsam schenkten. Und wenn du dich aufrichtest, dann entdeck dieses innere Lot wieder, das dich nach oben aufrichtet. Und öffne dort wieder die Augen. Ich danke dir für heute, für das Mitmachen und Dabeisein und wünsche dir ausbalancierte Wege, die du gehst. Namaste.